Was geht ab, Jungs? Alles fit bei euch? Ganz kurz nur vorweg, die Folge wird ganz normale ihre Länge haben, das wird nur davor geschnitten. Also es wird hier nicht im Spiel mit irgendwelche Gelaberei oder so kommen. Ich werde dieses Abschnitt vor dieses Video und das nächste Video, also für Donnerstag und Freitag, davor schneiden. Und zwar möchte ich auf ein paar Dinge eingehen. Und zwar, die nächsten zwei Folgen werden echt ein bisschen... habe ich selbst gesehen, ich wollte die erst gar nicht hochladen, habe mir aber dann gedacht, jetzt hast du es aufgenommen, jetzt ziehst du es auch durch. und zwar versuche ich euch mal was zu erklären. Und zwar habe ich meine Folgen gewollt, absichtlich keine RP-Situation mit dem Landhandel gewollt. Ich habe das versucht zu unterbinden, zu unterdrücken, einfach wegzugehen, gar nicht drauf einzugehen. Wenn die da vorher zu mir da waren, hier zum Beispiel, was heute da kommen wird, ich nehme das, mache das einfach sauber, weil ich einfach keinen Stress mehr haben wollte. Nicht, weil ich nicht will oder nicht, weil was auch immer, aber ich bin ganz ehrlich, die Kommentare ist aber nur bei True Farming so. Immer wenn man was gegen den Landhandel macht, sagt, tut oder was auch immer. Ich spreche jetzt mal ganz offen, ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen oder sonst irgendetwas. Geh mir auf die Nüsse. Bin ich ganz ehrlich. Also die Leute verstehen das nicht. Die Leute sind einfach hängen geblieben in meiner Ansicht. Es ist so, dass man tut irgendetwas. Man möchte eigentlich nur unterhalten. Wisst ihr, was ich meine? Genauso wie Tino auch nur unterhalten möchte mit seinen Videos. Und aber immer wenn man was tut oder macht, dann kommen diese ganzen kleinen Kiddies und beleidigen einen. Und es ist nicht mehr so, dass irgendwas bei der Demo zum Beispiel, da schrieb jemand, hoffentlich verrecken deine Kinder an Energy. Oder einer hat geschrieben, wenn deine Freundin Energy kriegt, kriegt sie Pickel am Arsch und so. Da musste ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen schmunzeln dabei. Aber das geht nicht in meinen Augen. Ne? Und das war schon vorher so. Also es wird nicht mehr auf mich gefeuert oder so, weil ich da auch nicht mehr drauf reagiert habe. Das habt ihr auch die letzten Zeit da so gesehen. Ich habe die einfach labern lassen. Und wisst ihr, ich sitze hier und mache die Videos. Nicht meine Kinder, nicht meine Frau. Und ich finde das unterste, asozialste Schublade, bin ich ganz ehrlich. Ich spreche einfach jetzt deutlich aus, was ich denke und was ich meine. Das ist richtig asozial, sowas meinen Kindern und auch meiner Frau mit reinzuziehen für etwas, was die gar nicht können. Meine Kinder schauen kein LS. Meine Frau, die kommt hier rein, die denkt sich auch noch, was schreit der Spinner da rum? Und die haben gar nichts damit zu tun. Meine Frau fragt nicht einmal, wenn ich mit meiner Frau irgendwie was mache oder tue, haben wir eine goldene Regel. Kein YouTube. Das heißt, wenn wir so Zeit verbringen, dann wird nicht über YouTube gesprochen. Eigentlich dürfte ich nicht mal Instagram-Posts machen, die ich schon ab und zu einfach mache, wenn ich mit meiner Frau im Auto bin und so. Eigentlich war es abgesprochen, eine kleine Abmachung von uns. Nichts davon. Überhaupt nichts. Wenn unsere Zeit ist, kein YouTube, kein Twitch, gar nichts, was irgendwie mit Social Media oder so zu tun hat. Und ja, finde ich einfach scheiße, dass sowas ist. Also, davor ging es auch schon, irgendwie mit Kindern und Deutsch und meine Kinder werden da als schwul beleidigt, meine zwei Söhne und sowas alles, ne? Ich meine, das geht alles bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann ist bei mir das Fass voll. So, und das Fass, das war jetzt eine ganze Zeit lang voll. Und durch die heutigen zwei Folgen, oder die letzten bis Freitag, hatten wir danach auch ein Gespräch mit der Teamleitung. Wir haben natürlich gefragt, was ist los? Du blockst alles ab, hin und her und bla und blub. Und die haben ja auch recht. Und ja, ich hatte darauf keine Lust mehr. Und daraufhin kam dann dieses Gespräch. Ist ganz klar, irgendwann sein. Das ist doch nicht Freezy, da stimmt doch was nicht. Also wird irgendwann ein Gespräch gesucht. So, dieses Gespräch kam. Ich habe das alles so erzählt, wie ich euch das jetzt erzählt habe. Und daraufhin hat mir, ich nenne jetzt mal keinen Namen, wer oder was,
Weil die Hater ja von der Region da so kommen, Region, das war jetzt auch wieder falsch ausgedrückt, von dem Landhandel da kommen, wofür Tino aber nichts kann und auch kein Excel nichts kann. Sie versuchen einfach nur zu unterhalten, aber die Unterbemittelten verstehen das einfach nicht und kommen und beleidigen und schreiben Kommentare, wo ich mir denke, oh, halt doch einfach dein Maul und geh dich begraben, Alter, bin ich ganz ehrlich. Und da ist zum Beispiel ein, den nenne ich jetzt auch mal beim Namen, diesen Thomas Adler. Ich habe ihn jetzt 100 Mal gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll. Versteht ihr? Ich hab ihn persönlich angeschrieben. Ich sagte, Junge, lass mich jetzt in Ruhe. Ja, okay, ich lass dich jetzt in Ruhe. Ich höre jetzt auf. Das geht 2 Tage, dann steht er wieder im Kommentar bei mir unterm YouTube-Video. Ich sollte ihn wegbannen. Ich tue es aber nicht, weil ich einfach glaube, dass irgendwas nicht richtig ist oben in seinem Kopf und er nicht weiß, was er da tut oder schreibt. Weil wenn man 5-mal sagt, lass mich in Ruhe und er macht es immer noch weiter. Naja, aber weiter geht's auf jeden Fall. Und ich wollte diese RP-Situation nicht mit dem Landhandel. Ich wollte einfach nichts mit dem Landhandel tun, weil ich keinen Bock hatte auf diese Idioten. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt nach diesem Gespräch ist mir einiges klar geworden. Ich mache nicht den Content für euch, die hinter mir stehen, sondern ich mache den Content für die Hater. Und das ist einfach der falsche Weg. Es ist einfach der falsche Weg. Ich bestrafe die Leute, die eigentlich meine Folgen so lieben, wie ich sie mache und wie ich es tue und die hinter mir stehen und belohne die Hater. Und das ist mir gar nicht bewusst gewesen, bis eine Person das zu mir gesagt hat. Würde wahrscheinlich denken, welche Person. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und habe dann jetzt. Und war die Aufnahme Dienstag. Heute ist Donnerstag. Und hab da jetzt halt bis Donnerstag jetzt mal drüber nachgedacht und so. Und ich werde wieder den alten Weg gehen. Ich werde weiter provozieren. Ich werde den Fritzel machen. Ich werde ausrasten. Alles natürlich RP. Im RP. Und ich will wieder das alte Feeling haben. Es macht mir selber auch keinen Spaß mehr. Ich sitze nur auf dem Felder. Ich verstehe das. Wenn ich in meinen Folgen rein skippe, um mir einen Titel auszudenken, denke ich mir auch immer so, das ist nicht das, was du spielen willst, das ist nicht das, was du aufnehmen willst, das ist nicht Fritzel, bin ich ganz ehrlich, das ist nicht Fritzel. Den Charakter, den ich momentan in den letzten 40, 50, 60 Folgen gespielt habe, ist nicht Fritzel. Fritzel, der hat die Konfrontation geliebt, der ist da einfach rein und hat mitgemacht und bla und blub und ja, das habe ich in der letzten Zeit nicht mehr getan, nur weil ich keinen Bock auf diese Kommentare hatte. Ich hatte jetzt noch ein paar andere Gespräche. Nach dem Gespräch mit der Teamleitung hatte ich auch noch ein Gespräch mit meinem Team, das heißt mit Gustav und Pilan und so. Und Pilan oder Mo hat mir gesagt, zeig die doch an. Ich sage, wen soll ich denn da anzeigen? Woher soll ich das denn wissen? Das kriegen die ganz schnell raus. So, also, nimm's den Kommentar. Gehst damit zur Polizei, hier, das und das hat er geschrieben. Komm. Und wenn das gegen mich ist, scheißegal, aber macht noch einer irgendwas gegen meine Kinder, gegen meine Frau, schwöre ich, so wahr ich hier sitze, so wahr wie ich Christian Punkt, Punkt, Punkt heiße, werde ich das erste Mal eine Anzeige starten. Ist mir scheißegal. Bin eigentlich nicht so einer, ich habe in meinem Leben noch nie eine Anzeige gemacht, ich habe in meinem Leben noch nie irgendjemanden angeschissen oder was auch immer, Stress mit Nachbarn, ich habe nie irgendwie beim Polizei oder was angerufen, ich bin immer persönlich hingegangen, aber das Internet lässt mir keine andere Wahl und ich werde es tun, ist mir scheißegal. Jemand anders hat mir einen Tipp gegeben, Alter, du hast 40.000 Abos, du hast eine Community, die hinter dir steht, zieh den einfach im Internet so im Dreck, dass er einfach keinen Bock mehr hat. Das finde ich aber ist der falsche Weg, weil, ja, weiß ich nicht. Ich will keinen öffentlich zur Show stellen oder ihn öffentlich runtermachen oder beleidigen oder was auch immer. Das ist auch nicht meine Art. Aber meine Kinder können dafür nichts und ich habe einfach einen Fehler gemacht. Ich hätte von Anfang an meine Kinder nie irgendwie hier reinlassen sollen oder mal mitmachen wollen. Ich habe das. Meine Tochter zum Beispiel, die ist so scharf darauf, wenn hier eine Kings Loot Box kommt.
die will mitmachen, die hat da Bock drauf. Die sagt auch, oh, darf ich dann auch vor der Kamera und bla und bla. Bei ihr weiß ich, glaube ich, das wird mal mein Nachfolger hier auf dem Kanal. Sie mag das, auch mit Fotos, Instagram. Sie will immer mit auf der Story drauf sein, immer mit mir. Und ihr hat es Spaß gemacht, deswegen habe ich sie so ein bisschen so mit einbezogen. Das war aber ein Fehler. Den Fehler kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ist jetzt halt geschehen, aber ich kann den Fehler versuchen auszumerzen, wieder glatt zu bügeln und werde das halt jetzt ein bisschen weniger machen. Ich weiß, dass ihr Leute das lustig immer fandet, dass das immer cool war im Livestream, wenn meine Tochter dazu kam oder meine Frau mich erschreckt hat oder was auch immer. Mir hat das selber Spaß gemacht. Mir macht es ja Spaß, wenn ihr auch glücklich seid. Wisst ihr, wenn ich hier sitze und zocke und meine Frau sich heimlich anschreit und mich erschreckt und ich hier alles rumschmeiße und ihr euch bepisst, weiß ich, dass, ja, die sind gerade unterhalten, die haben Spaß. Egal, ob es auf meiner Kappe ist oder was auch immer. Ich habe Humor, ich kann über mich selber lachen, ich kann mich auch mal selber in den Dreck ziehen. Alles gar kein Problem. Und ich habe gesehen, dass meine Community das lustig fand und deswegen hatte ich das nicht unterbunden. Bei den Kingsloot-Videos immer, boah, deine Tochter, so geil, die ist so süß, was die da sagt und tut. Und mein Weg war einfach nur, euch zu unterhalten. Und habt über Kleinigkeiten nicht nachgedacht, dass solche hirnlosen, kleinen Menschen nicht damit angreifen. Habe ich nie mit gerechnet. Ich habe nie damit gerechnet, dass es solches asoziales Pack gibt, die auf Mutter oder Frau und Kinder gehen. Das ist das Ehrenloseste, was man in sein Leben machen kann. Das ist einfach so. Das wird dir jeder sagen. Frag jeden auf der Straße, frag jeden, der wird dir sagen, das ist die ehrenloseste Aktion, die man machen kann, über unbeteiligte Menschen zu beleidigen oder den Tod zu wünschen. Und ich schwöre bei Gott, wenn ich dich kriege mit dem Energy, dass meine Kinder verrecken, ohne Witz, Ich wäre gerade schon wieder wütend, ohne Scheiße. Aber runterfahren. So, wir quatschen jetzt aber schon fast 12 Minuten, schon eine ganze Folge. Einfach durchskippen, wenn es nicht interessiert oder so. Aber mir war es irgendwie wichtig, euch das mitzuteilen. Das wird jetzt auch noch vor der Freitagsfolge kommen, weil ihr kennt ja die Leute. Wenn du das nur vor einer Folge machst, dann schauen sie es nicht. Und bei der zweiten Folge fangen sie wieder an und bla und blub und hin und her. Auf jeden Fall kann ich jetzt versprechen, ich habe mich mit meinem Team, den Gustav, Ernst und Mo, habe ich mich hingesetzt. Es wird wieder anders. Es wird wieder anders, das kann ich euch so sagen. Es wird auch wieder viel mehr gegen den Landtunnel kommen. Es wird gefeuert, es wird provoziert, es wird geärgert, es wird alles wieder gemacht. Es wird so gemacht, wie ich es immer wollte. Oder wie ich es immer wollte, sag ich, das ist jetzt falsch gesagt, so wie ich es spielen will. So wie ich es spielen will. Danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei der Folge jetzt hier und ich wünsche noch einen schönen Tag und ja, wir hören uns, Leute, spätestens zum Livestream, ne? Haut rein! Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Zusammen mit dem Ernst und dem Gustav. Hallo! Moin. So, ach so, Ernst? Jo. Ich habe einen Tiefenlockerer hinten dran, den stelle ich jetzt am Hof hin und ich werde jetzt die Felder düngen gehen. Tiefenlocker? Kein Grubber? Ist dasselbe. Okay. Ja, okay, starte ich mir gleich. Hoffentlich komme ich mit denen durch die. Ja. Ach ja. Gustav, hattest du nicht die große Maschine gekauft? Welche? Die Strada oder wie die hieß? Nein, da wollte der Adler immer noch ein Angebot machen, aber habe ich bis heute noch nie bekommen. Okay. Also ich habe zu dem gesagt, halt, na, der Imperator plus den LKW, den wir aktuell in Miete haben bei der Stadt, wollte ich gerne für beide zusammen ein Angebot haben, was das kosten würde, wenn wir die kaufen. Aber ich habe es heute noch nicht bekommen, warte ich schon seit Wochen drauf. Ja. Oh, schon Dünger drin, wunderbar. Welche Felder sollen denn gedüngt werden? Fällt mir gerade mal so auf. Chef, die 6 und die 4 bitte, der Rest ist schon fertig.
Die 6 und die 4. Ja, dann fange ich mit der 4, würde ich sagen, an, oder? Das musst du wissen. Gustav, brauchst du den LKW im BGA oder kann ich ihn zum Hof mitnehmen? Ich brauche den jetzt hier nicht, nee, ich mache gerade Bearbeitungsarbeiten und sowas ja an den Okay. Geräten, also. Dann lass ihn im Hof stehen, falls du ihn brauchst. Ja, weil muss ja immer alles laufen. Ach, das war die 3, nicht die 4. Ups. Ja. Eben ist ein schwarzer Pickup mit Miguel und irgendeiner Frau auf den BGA-Hof draufgefahren. Okay. Also, falls es wieder Ärger gibt, bereite ich schon mal vor. Gebet. Was ist denn los jetzt? Du hast so richtig kacke geklungen. Ich bin auch gerade nicht gut drauf. Was gibt's denn? Ja, jetzt frage ich dich, was ist denn los? Erzähl es mir doch. Du erzählst mir wieder gar nichts. Soll ich denn erzählen? Ja, weiß nicht. Ich erfahre immer wieder alles nur aus zweiter Hand. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin an der BGA. Machst du denn an der BGA? Wurde ich gerade hingefahren? Von wem? Von Miguel. Ja, jetzt fang an zu meckern. Ich Komm, mecker hau nicht. raus. Ich mecker nicht. Alles cool. Hab viel Spaß mit ihm. Ist doch jetzt schon vorbei. Ach so, ja, okay. War nur kurz da, hab mich kurz mit ihm unterhalten und jetzt bin ich an der BGA, weil er da auch hingefahren ist, weil der Gustav Probleme mit der BGA hat oder so. Was? Wusstest du es nicht? Boah, das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum ruft er da Miguel? Weil die wohl mechanisches Zeug dafür haben? Was weiß ich? Sehe ich so aus, als wäre ich ein Mechaniker? Du kommst heute von deinem Reitturnier wieder? Und bist als ersten Weg zum Landhandel hoch, oder was? Weil ich dran vorbeigefahren bin, ja. Mhm. Oh, ja. Ja, alles gut. Es ist kein Ärger und kein Stress. Kannst von mir aus immer da hochgehen. Alles cool. Wollte nur kurz, weißt du, ich war gerade so, ich habe mich auf dem Reitturnier und alte Handyfotos gefunden, so von der Anfangszeit, als ich hier angekommen bin. Weißt du noch, den ersten blöden Spruch, den du mir gemacht hast? Kannst du dich an den noch erinnern? Ich kann ihn dir zitieren. Zitier mal. Weißt du noch, als dieses Haus, dieses alte Wohnhaus noch hatten? Hast du zu mir gesagt, das war der erste Satz, den du zu mir gesagt hast. Siehst du das Fenster oben links? Das ist mein Bett, da kannst du dich reinlegen. Das war der erste Spruch, den du zu mir gesagt hast, ja? Echt Und in jetzt? solchen. Ja! Oder vielleicht der zweite, nach Hallo oder so. Okay. Ja, und ich bin ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, habe mit Miguel auch über solche Dinge geredet, so, ne? Wie wir uns kennengelernt haben und so. Einfach weil ich ein paar Fotos gesehen habe und mich echt amüsiert habe drüber. Und diesen Spruch werde ich niemals vergessen, Fritzl, wirklich nicht. Was so typisch du. Ja. Damals waren andere Zeiten. Hat aber gezogen, scheinbar. Sonst wäre ich nicht Scheinbar, ja. hier. Warum bist du nicht gut drauf? War Probleme letzte Zeit hier in Schwatzingen und die, ehrlich gesagt, kotzen die mich an. Wenn ich jetzt Okay. schon wieder zur BGA fahren muss, dass er da wieder jemanden holt, ohne mir das zu sagen. Also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich habe es nur so halb mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Oh, mein Herz rast schon wieder, ey. Ganz ruhig, Fritzel. Wie wieder Blutdruck hier, ey. Sollen wir wieder sexy Yoga machen, ja? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Wo bist du denn? Was machst du denn? War jetzt gleich auf dem BGA, auf die BGA hoch drauf. Ach so, na gut, dann lege ich mal auf, dann bin ich ja auch, ja? Ja, alles klar. Gut, bis gleich.
knallt es hier ganz gewaltig. Jetzt ist's. So. Guten Tag. Was möchtest du hier? Dein Mitarbeiter hat mich angerufen und gebeten, ob ich... Mein Mitarbeiter kann schon mal ins Büro gehen. Hä? Hier wird gar nichts repariert. Was denn repariert? Hä? Repariert? Wir wollen nichts reparieren. Liv, was ist jetzt hier los? Ich weiß nicht. Ich habe nur gesagt, dass wir in der BGA sind. Und dass irgendwas ist. Und dann ich kann das gerne aufklären, wenn du möchtest. Vielleicht sollst du mal ein Blutdruck-Tablettchen nehmen. Ich bin noch bin ich ganz ruhig. Aber jetzt reicht es langsam. Was ist hier los? Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das Problem ist, aber warum möchtest du dich nicht an der Spedition treffen, wegen dem Mietgerät, wenn es da Probleme gibt? Warum sollen wir mit Allemann da runterkommen? Reicht da nicht auch ein Anruf? Nee, weil ihr sollt euch angucken, was da unten steht und wie es dort steht. Da steht ein Gerät, was ihr gemietet habt, was aussieht, als ob es 520 Jahre alt ist. Okay, Entschuldigung, werden wir beim nächsten Mal sauber machen. Nee, pass auf, du brauchst dafür nicht entschuldigen, aber es geht einfach darum, wir können das nicht so zurückgeben. Wir wollten, ich habe es ja auch ernst gesagt, wir wollten das nur kurz ansprechen und sagen, bitte, weil es ist wiederholte Mal ist, bitte mach die Sachen sauber und das ist alles. Und ich habe auch zu ernst gesagt, ich hole es ab und mache es sauber. Ich habe auch zu ernst gesagt, pass auf, wenn du mich anrufst und bestellst eine Saatmaschine, dann wollt ihr sicherlich ansehen und wir wollen euch in keinster Weise da irgendwie aufhalten oder irgendwie behindern, aber wir würden das gern trotzdem erst schnell klären. So, ist das auch, was ich gesagt habe. Ich hole es, das wurde mir nicht so weitergetragen, ich hole es jetzt gleich ab, ich werde es sauber machen, werde es dann runterbringen und dich dann nochmal kontaktieren. Und ich habe auch schon 100-mal gesagt, ihr könnt die Sachen direkt zurückgeben. Einen Anruf, ihr habt zurückgegeben, fertig, reicht vollkommen aus. Wir müssen hier keine Wissenschaft draus machen. Okay. Aber du musst mal kurz aus dem Weg gehen. Ja. Warum? Chef, geh mal bitte kurz beiseite, da Harry ist hinter dir mit dem Gerät. Das brauchen wir jetzt mal ganz kurz, ja. Mister, was läuft hier? Ich habe, Fritze, ich habe an der BGA plötzlich Geräusche gehört und wir an den Türen, ich weiß es nicht, so, ich kenne mich damit nicht aus. Und ich wollte einfach mal eine zweite Fachmeinung haben. Dann gehst du dorthin. Ja, wen soll ich denn sonst fragen? Gar keinen. Vielleicht das erstmal mit mir abklären, mir Bescheid geben. Die ganze Scheiße rückt hier ab. Ja, die BGA... Ich will hier keinen Stress, ich will keinen Ärger, ich will in Ruhe meine Scheiße jetzt machen. Bring sie hier weg. Ja, du bist ja der Chef. Wenn ich dir erst Bescheid sagen muss, ne? Aber... Ich hole jetzt das Mähwerk ab. Bist du nicht... Ja. Nee, mir geht's gut. Chef? Ja? Ich bin gerade beim Lidli. Brauchst du auch noch was von dem Bayer-Gebräu? Nee, danke. Gerade brauche ich nichts. Okay. Was ist noch ein Aufwasser im BGA? Das ist ja richtig cool. Er hat das Mähwerk zurückgebracht zur Spedition, weißt du das, Ernst? Da warst du noch gar nicht hier wahrscheinlich, ne? Doch, doch, das hat auch Gustav letztes Mal gesagt, dass er das für ihn wegbringt. Hat er selber weggebracht. Ah, okay.
kaputt oder was haben sie damit? Keine Ahnung. Bitte? Ja. Was ist denn? Da kann mich mal jemand aufklären. Keine Ahnung, worüber ich dich aufklären will. Ich will einfach nur keinen Ärger und keinen Stress haben. Aber du klingst so, als würdest du Stress wollen. Nee, ich möchte wirklich keinen. Ich will einfach nur in Ruhe meinen Kram machen. Wirklich. Es ist nichts. Ich will einfach nur Ruhe und Frieden. Mehr will ich nicht. Wirklich nicht. Okay, bist du dir sicher? Ich mag's nicht, wenn du böse bist. Bitte? Ich mag's nicht, wenn du böse bist. Böse ist blöd. Ja. Ich mag's ja selber nicht, aber... Was hast du denn jetzt vor? Ich wasche jetzt das Mehl weg eben. Ich habe das jetzt gerade abgeholt und war jetzt zum Hof, mache es sauber und bringe dann wieder Zeug. Okay. Du kannst mich nicht zufällig mitnehmen, oder? Doch, klar. Ich bad vor der BGA. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Lags machen mich fertig. Stimmt, da kann man ja so drunter fahren fürs Mist. Das war gar nicht mal so schlecht. Steig ein! Ui, das ist aber dreckig. Ja. Sonst alles gut bei dir, habe ich was verpasst? Eine Menge. Ist was aufgefallen? Ey, verarschen die mich? Oh oh. Fritzel, nein, stopp! Ja, der fährt davon wieder runter, Mensch, das geht nicht so schnell. Ja. Ey, nee, was soll das hier? Hallo? Gustav! Was ist denn, Fritzl? Ich hab Angst! Es ist echt hoch! Ja, Chef, wie sieht's denn aus da oben? Ey. Ja, hier ist auf jeden Fall, das ist nicht gut! Leute, packt den Quatsch jetzt hier zusammen und zisch ab hier bitte! Bitte! Bitte? Ich bitte nur ein einziges Mal, bitte geht, bitte! Aber der Gustav, der ist der Chef von der BGA, der hat uns das in Auftrag gegeben. Bitte, packt die Sachen ein, ich bezahle euch alles hier und geht nein, jetzt bitte. Nein, wir übernehmen kein Geld von dir. Bitte geht. Ich würde ganz gerne erstmal hier oben bleiben. Miguel, beim Gottes Namen, bitte, wirklich, ich meine es ernst, bitte. Ich komme mal runter. Aber Fakt ist eins, das kann ich schon mal sagen, die BGA könnte auslassen. Da ist kaputt, hier oben, oder was? Bei Turm 3 ist oben hier die Schnecke. Kannst du knicken. Da haut es hier alles auseinander da oben. Ach, also wenn ihr die weiter betreibt,
Wurzelt euch alles unten rein in den Fermentierer, geht ja auch noch mit kaputt. Kann ich euch jetzt schon sagen. Müsst ihr wissen, wird dann richtig teuer, aber ist ja nur mein fachmännischer Rat. Denk mal, wir sollen da nichts reparieren. Ja, aber wenn da noch mehr kaputt geht, dann wirst du schon, dass das länger wie eine Woche ausfällt dann. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja nicht der Besitzer der BGA. Der Besitzer ist ja Frisi. Oder der Geschäftsführer oder was auch immer. Ich kenne ja eure Gewaltenteilung hier nicht. So, Moment. Zerab. Also Harald, das machst du nicht nochmal mit mir, das sag ich dir. Das Ding, das ist ja ekelhaft, wie hoch das ist. Das ist schön da oben, ne? Nee, das ist nichts für mich. Da gießt du es nächste Mal hoch. So, warte, ich komm runter. Ja, mach, langsam. Schön sagt er, ich muss aufpassen. Ich aus dem Korbputzel hier. Huch. Das war der falsche. So, jetzt komm ich. Ich komme runter. Kann ich absetzen? Ich sehe nicht. Ja, es wird geht's gut. Warum ja. Immer alles umgedreht ist, wenn man in solchen... Ja, gut, noch bitte. Ja, passt so. Gott. Gut, spring raus aus dem Ding. Mal aus die Karre. Ja, so. Oh. Hier. So, gut. So, jetzt beruhigen wir uns mal alle, ne? Also, pass auf, du musst jetzt nicht uns hier angehen. Wir können jetzt hier nichts dafür. Ich habe dreimal gesagt, ihr sollt gehen. Aber jetzt hör doch mal auf mit dem Rumgezicker. Was ist denn hier los? Ich möchte euch hier nicht. Ja, aber Fritz, was ist denn... Du hast uns ja auch nicht angerufen, wir sind doch nicht wegen dir da. Wir wollten nur Gustav helfen, entschuldige mal. Also Gustav, tut uns wirklich leid, aber wie gesagt... Ist wahrscheinlich besser, wenn er geht. Ja, nee, wir gehen auch. Also wie gesagt, wir hauen auch ab jetzt. Aber Turm 3 ist auf jeden Fall oben die Fütterschnecke. Schrotti, Scotty. Wenn er es weiter betreibt, kann passieren, es putzt unten rein, ist im Fermentierer und dann gibt es einen Knall. Ja. Auf jeden Fall, Gustav, wäre anzuraten. Also wir könnten was Neues bestellen, wird ungefähr eine Woche, 14 Tage dauern, aber so lange setzt es vielleicht nicht. Hier wird gar nichts bestellt und das Ding läuft weiter. Das wird dann aber teurer. Gut. Ist mir scheißegal. Das ist ein Großauftrag für uns. Ja gut. Ja, euch kommt hier gar kein Auftrag an die Sonne. Okay, Gustav. Ja, das da. Weiß. Ich melde mich. Ich pack erstmal das Ding zusammen. Ja, pack mal das Ding zusammen. Na gut. Ach, Fritzl. Aktuell nichts so richtig zu tun. Mein Telefon, einen Moment bitte. Ja, Schwarz, hallo. Oh, Entschuldigung, da habe ich mich wohl verwirrt. Ich wollte eigentlich den Herrn Friedrichsen anrufen. Achso, der steht neben mir, den kann ich Ihnen geben. Oh, dann geben Sie mir mal eben. Herr Friedrichsen, für Sie. Friedrichsen? Ja, moin, Friedrichsen. Fritze, grüß dich. Ich brauche hier ganz schnell, ganz dringend jemanden bei mir an der BGA, der ein zweites Gutachten reinholt von meinem Turm 3. Was? Wieso? Gustav hat gesagt, er hätte da Geräusche gehört, hat den Landhandel gehört. Angeblich muss das jetzt repariert werden. Die Wartezeit würde schon 14 Tage dauern, bis es dann repariert ist und. Ich möchte ganz gerne eine Zweitmeinung eingeholt haben. Oh weh, ich bin gerade in Untergriesbach. Ist mir scheißegal. Komm hier hin, schau es dir an, bring jemanden mit. Ich habe keine Ahnung. Friedrichsen, ich... Ja? Ich kann nicht mehr, ohne Scheiß. Ich setze die BGA außer Betrieb, oder was? Ja, ich habe gesagt, die soll weiterlaufen. Ist mir scheißegal. Das kannst du so einfach auch nicht machen, Fritzl. Also wenn da irgendwie Gefahr besteht, dann ist das blöd. Ja. Was sagt denn die Zeit her so? Schaffe ich es noch rüber zu fahren oder eher nicht? Nee, eher nicht. Nee. Dann, ich kümmere mich drum. Ich telefoniere mal eben rum, ja? Ja. Alles klärchen. Ich danke dir, Fritzl. Ich melde mich dann gleich nochmal bei dir. Alles klar. Jo. Tschüss. Jo. Herr Fritzl? Ja? Ich bin böse, wenn ich mich nochmal ein bisschen hinlege. Ich habe so Kopfweh heute. Nee, geh, leg dich mal hin. Alles gut. Ja, kommst du später dann ins Bett, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich habe was nachzuholen. Jo. Ja. Viel Spaß noch. Ja, alles klar, danke. Ruhe dich gut aus. Bei mir im Nachtschränkchen sind Kopfschmerztabletten, falls du die brauchst. Oder, oh, das ist ja super. Das sind die starken, musst du aufpassen.
Okay, ein Bier dazu, ja, alles klar. Nein, aber das will bloß nicht. Nein, mach ich nicht, keine Sorge. Ja, alles klar. Dann alles klar. Hin. Pass gut auf und lass dich nicht ärgern, Fritzl. Nee, denk nee. Dran, kniender Hund oder so ähnlich, ja? Ja, alles klar. So. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.